Wie kann ich glücklich sein, wenn ich immer krank bin? Okay, da würde jetzt tatsächlich jeder dazu antworten, ja, das kann ich verstehen. Und dann ist es schwerer, glücklich zu sein. Was ich für mich gemacht habe in meiner Matrix, liebe Caroline, ich habe mich auf glücklich sein und ich habe mich auf gesund sein, wirklich auf absolute Gesundheit ausgerichtet. Und ich weiß ja, die Brigitte hat dich, glaube ich, empfohlen, weil sie dich so vorhin so lieb begrüßt hat. So leise sind die Spanier. Jetzt hört ihr doch noch. Wenn ihr schon nicht meine Musik hier hört, dann hört ihr wenigstens die Menschen. Weiß nicht, ob die Brigitte dir eine Geschichte von mir erzählt hat. Mir hat man mit 35 gesagt, ich würde bald im Rollstuhl sitzen. Und ich weiß, dass diese Erkrankung damals, es wurde gesagt, das ist eine rheumatische Erkrankung, das hat begonnen mit 18. Ich hatte ab meinem 18. Lebensjahr immer Schmerzen. Es hat angefangen mit Rückenschmerzen, also es war immer ein bestimmter Teil im Rücken, der schmerzhaft war. Und dann hieß es, ich habe eine Skoliose, da kann man nichts dran machen, das ist normal, dass ich da Schmerzen habe. Und so hat sich das eigentlich mein ganzes Leben durchgezogen, dass mein Körper an allen möglichen Stellen Schmerzen verursacht hat. Und mit 35 war es dann auch wirklich so stark, dass ich war nicht in der Lage, meinen Kindern Butterbrot zu schmieren oder ein Stückchen Fleisch durchzuschneiden oder was zu essen zu schneiden. Ich war nicht mal mehr in der Lage, morgens, wenn die Tabletten noch nicht gewirkt haben, unsere Treppe zu laufen. Wir hatten so eine kleine Wendeltreppe, die runterging in die Küche. Ich musste mich morgens hinsetzen und bin diese Treppe runtergerutscht. Wenn ich heute daran denke, ist das so weit weg von meiner jetzigen Realität, dass ich mir das gar nicht mehr vorstellen kann. Aber ich weiß, ich war damals nicht unglücklich, weil ich habe immer gesagt, ich habe auch keinen Grund, unglücklich zu sein, weil ich habe eine tolle Familie, gesunde Kinder, einen tollen Mann. Meine Mutter hat bei uns im Haus gelebt. Also es war wirklich, ich hatte ein schönes Leben, aber ich hatte eben immer, immer, immer Schmerzen. Und das, worauf ich mich ausgerichtet habe, mit der Sehnsucht, glücklich sein zu wollen, war einfach, ich habe mich auf Gesundheit ausgerichtet. Und ich habe gesagt, ich bin gesund. Und ich habe nicht gesagt, ich bin krank, sondern ich habe ausdrücklich gesagt, ich bin gesund. Und ich weiß, dass ich in einem gesunden Körper lebe und wohne. Und ich habe mich damals tanzen also ich habe mich laufen sehen. Ich habe immer ein Bild kreiert von mir, dass ich laufe und renne an einem Strand tatsächlich. Das war das Bild. Und ich habe aber nicht gewusst, dass ich wirklich mal am Strand rennen würde. Aber das war ein Bild, was mich immer gestärkt hat. Und ich habe hier drin ganz tief in mir gefühlt, ich bin gesund. Und als ich dann wirklich eine Entscheidung getroffen habe, muss ich sagen, es hat ein halbes Jahr gedauert, wo ich wirklich sagen konnte, jetzt fühle ich mich auch gesund. Also es war unglaublich, welche Kräfte ich freigesetzt habe mit dem Gedanken, ich bin gesund. Und das gebe ich gerne weiter. Und in der Matrix ist es so, dass ich, wenn ich ein Gefühl für Gesundheit entwickeln kann, dann habe ich die Möglichkeit, diese Variante aus der Matrix, dieses Informationsfeld von Gesundheit in mein Leben einzuladen. Und ich habe in den letzten, also das sind wirklich, ja, es ist mehr als 20 Jahre her damals, die Diagnose. Und ich habe seitdem wirklich Wunder erlebt, Dinge erlebt, von denen ich mich selber gewundert habe, dass sie funktionieren. Und die Zwei-Punkt-Methode, mit der ich arbeite und aus der heraus ich Matrix Two Point entwickelt habe, da geht es wirklich darum, was ist der Ist-Zustand, so wie er jetzt ist, so wie bei dir jetzt, Caroline, wenn du sagst, du bist häufig krank.
dann ist das denn im momentaner Zustand. Aber in dem Feld deiner Matrix gibt es Lösungen. Es gibt Varianten, in denen du gesund bist. Und was ich in der Matrix mache, ist, ich lade diese Varianten in deine Matrix ein, sodass beide Frequenzen, ihr müsst euch vorstellen, die Matrix besteht aus Frequenzen, es sind Schwingungen, die wir wahrnehmen können. Also eine Schwingung zum Beispiel, wenn jemand den Raum betritt und man hat so das erste Gefühl zu einem Menschen, das kennt jeder, man hat ein bestimmtes Gefühl, mag ich nicht, ist sympathisch, macht mich neugierig oder ist ein bisschen komisch. Das macht nicht unser Verstand, sondern das ist die Frequenz, mit der ein Mensch auf uns zukommt und unsere Frequenz und entweder passt es oder es passt nicht oder es passiert einfach was zwischeneinander. Und das, was ich einlade in die Matrix, ist die Frequenz, die am nützlichsten ist. Und wenn ich zwei verschiedene Frequenzen da habe, wird sich euer Unterbewusstsein automatisch für die optimale Variante für euch entscheiden. Und ich habe das noch nie anders erlebt. Was ich schon erlebt habe, ist, dass die optimale Variante nicht immer unbedingt das ist, was wir uns vorgestellt haben. Aber manchmal ist die optimale Variante auch noch viel größer und besser als all das, was wir uns vorstellen können. Für mich war es nie ein Wunsch, eine Vorstellung auf Mallorca zu leben. Aber ich wusste immer, ich will am Wasser leben, ich möchte ans Meer. Den Rest hat das Leben in meine Matrix gebracht. Und das ist das, was ich weitergebe. Okay, Caroline, habe ich dir ein bisschen deine Frage beantworten können und kannst du ein bisschen von dem fühlen, was ich meine? Kannst gerne noch mal was im Chat schreiben, oder? Oder ja, ich kann auch mit dir sprechen. Nein, das hat mir sehr gut geholfen, ja. Sehr schön. Aber sehr die optimale schön. Lösung habe ich noch nicht gefunden und deswegen bin ich halt immer noch so, das Optimum ist noch nicht da und deswegen bin ich da noch so drin. Bist du noch am Suchen. Es ist okay, wenn du noch suchst, weil es darf auch ein Weg sein, das ist ein Weg voller Erkenntnisse, voller Erfahrungen, ein Weg voller Dinge, die wir lernen können. Da ist ganz viel Wissen, da sind Chancen drin verborgen. Also ich weiß heute, dass ich ohne meine Krankheit nicht der Mensch geworden wäre, der ich jetzt bin, weil ich so viel verstehen kann und wahrnehmen kann, wie sich andere Menschen fühlen. Und hat die Brigitte dich schon gematrixt? Hast du das schon mal gefühlt? Also sie hat es am Samstag, glaube ich, war es. Oder ja, ich glaube, Samstag war es. Ja, das fühlt sich gut an, also aber es ist, ich falle trotzdem immer wieder in dieses Loch rein. Okay. Auch das ist normal. Das heißt, wenn du sofort mir antwortest mit einem Aber, dann erkenne ich, dass noch ganz viel von dir noch nicht das volle Vertrauen hat in deinem Gaben. Deine Möglichkeit und in die Macht, die wir selber haben, auf unsere Matrix einzugreifen. Mhm. Und das ist aber völlig okay, dass du aber sagst und ja, du darfst auch noch in die Löcher fallen. Und ich fall immer noch in Löcher. Und dann stehe ich vor so einem Loch und denke, wie blöd ist das denn? Wo kommst du denn jetzt her? Ist ja interessant, dass es dich auch noch gibt. Und habe gelernt, dass ich von Mal zu Mal aus meinen Prägungen, aus meinen Löchern schneller aussteige, mit mehr Leichtigkeit aussteige, dass die Veränderung schneller geht. Und trotzdem habe ich jedes Mal etwas gelernt. Und ich glaube, dass wir hier sind, weil wir etwas lernen wollen. Und wenn du magst, würde ich gerne mal kurz in deine Matrix eintauchen. Und du musst nur fühlen. Du musst gar nichts sagen. Okay. Dein Ziel ist Gesundheit und dein Ziel ist auch glücklich sein? Okay. Ich nehme jetzt einfach mal die Variante, wie du sie jetzt gerade lebst und ich verbinde mich mal mit dir und du kannst einfach fühlen und alle anderen, die jetzt da sind, also die schon lange da sind, die wissen das, dass man immer mitfühlen darf. Und alle anderen, die da sind,
Geht einfach mal mit in das Gefühl, denkt an euer Ziel und spürt rein, ob ihr fühlen könnt, was ich mache. Okay? Caroline, darf ich mal fragen, wie alt du bist? 37. Wie lange hast du schon das Gefühl, immer krank zu sein? Eigentlich von klein auf an schon. Genau das habe ich gerade gespürt. Und ich habe ganz bewusst gefragt, weil ich wollte dich fragen, kannst du dir denn überhaupt, könntest du dir denn vorstellen, von heute auf morgen gesund zu sein? Ganz ehrlich. Ja, ich weiß ja gar nicht, was es heißt, gesund zu sein. Ne? Genau, ganz genau. Und deswegen, und das war das, was ich dir sagen wollte, ist, deswegen musst du dir jetzt gar nicht vorstellen, gesund zu sein, sondern du darfst kleine Schritte machen und einfach nur erwarten, dass sich etwas verändern darf, dass du dich besser fühlen darfst oder was auch immer. Für mich ist gar nicht wichtig, was dein Ungesundsein ist, was für eine Krankheit da ist, sondern es geht darum, dass du kleine Schritte machst in der Vorstellung, dass sich etwas ändern darf. Weil wenn ich dir jetzt sagen würde, stell dir vor, du wärst gesund, dann kriegst du gar kein Gefühl dazu. Wenn ich dir aber sage, stell dir mal vor, es würde besser werden oder du hättest größere Abstände, wo du dich wohlfühlst und leicht fühlst und einfach, ich krieg kein anderes Wort dafür, dich wohlfühlst. Damit kann ich mir vorstellen, dazu kriegst du ein Gefühl. Habe ich recht? Ja. Und das Gefühl spüre ich bei dir hier im Herzen. Also ich spüre hier jetzt gerade ganz viel Wärme. Und ich lade jetzt einfach ein, das Vertrauen, dass dieses Wohlfühlgefühl für dich da sein darf. Okay? Auf einer Skala von 0 bis 10, wenn ich dich jetzt vorher gefragt hätte, wie fühlst du dich dazu, wie viel Vertrauen hast du, dass du Dinge wirklich verändern kannst? Wie groß ist das Vertrauen in dich? Von 0 bis 10, wenn 10 ganz viel Vertrauen ist? Also ich bin schon bei 6 bis 7. Ich mache ja auch schon lange sehr viel. Okay. Und dann gucken wir einfach mal, ob sich jetzt nochmal was verändert. Ich muss jetzt noch mal gucken, dass ich die Teilnehmer noch mal stumm schalte. Ich mache dich jetzt auch noch mal mit stumm, Caroline, weil jetzt gerade irgendwo Nebengeräusche waren. Wenn du jetzt gleich sprechen willst, schaltest du dich einfach wieder frei. Ich würde gerne alle mal bitten, weil ich habe jetzt immer wieder in letzter Zeit die Frage, ich arbeite ja sehr viel mit Ferncoachings und diese Coachings mache ich in den meisten Fällen am Telefon und nicht per Zoom. Und es kommt immer wieder die Frage, warum mache ich das nicht per Zoom? Also ich würde das schon machen, wenn jemand da großen Wert drauf legt, aber ich habe die Feststellung gemacht, dass die Menschen im Zoom so viel beobachten, was ich tue und auch sich selber ständig beobachten, weil man sich ja dauernd sieht. Und am Telefon sind die Menschen einfach wirklich bei sich.
Da gucken sie nicht und schauen nicht, was ich mache, sondern sie fühlen sich. Und was ihr jetzt alle machen könnt, ist, ihr könntet mal die Augen schließen, alle, und einfach mit reinspüren, weil die Matrix wirkt immer für das Kollektiv, das wirkt immer für euch alle. Und stellt euch mal vor, ihr würdet mich jetzt nicht sehen und ihr würdet auch euch nicht sehen, aber ich wäre bei euch am Telefon. Und ihr könnt einfach nur spüren, was es mit euch macht. Würde ich die Caroline mal fragen, nochmal was, bei mir kommt noch ein Gedanke, was auch immer du hast gesundheitlich, ist das etwas, was jemand anders in deiner Familie auch schon hatte oder hat? Nein. Wie sicher bist du da? Wie weit weißt du über andere Generationen? Urgroßeltern? Also bewusst habe ich davon nichts gehört. Das sind ja auch immer verschiedenste Sachen. Also es ist nicht direkt eine Krankheit, sondern es ist halt mal hier was, dann da wieder was und... Okay, dein Immunsystem spielt ja dauernd. Okay, ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich mit deinen Ahnen noch was mache. Also du kriegst heute mal so ein richtig, richtig, richtiges Geschenk von mir. Okay, du darfst nochmal reinspüren, auch alle anderen nochmal die Augen schließen. Und ihr dürft alle auch eure Ahnen einladen, jetzt für euch und zu euren Themen zu unterstützen. Okay. Frage, wie hat sich das angefühlt? Magst du mir antworten? Ich wollte wissen, wie es dir jetzt geht, wie sich das. Ja, ich habe nur überlegt, wie sich es, also es war wie so ein Windhauch, hat sich es angefühlt. So, ja, sowas Leichtes irgendwie. Okay. Wenn ich jetzt nochmal an deine Zuversicht appelliere, also wenn an das Vertrauen, könntest du jetzt sagen, dass sich was verändert hat? Hast du mehr Vertrauen oder weniger oder ist es gleich? Nein, es ist mehr. Auf der Skala von 0 bis 10? Auf jeden Fall mehr. Also es ist, ja. Also das, was ich wahrnehmen kann, ist, dass sich dein Raum der Wahrnehmung verändert hat. Und das ist etwas, was in der Matrix ganz oft passiert. Das ist etwas, wenn es immer gleich ist, dann hat man einfach so eine Art Tunnelblick. Und Matrix öffnet Räume. Und wir nennen das immer das Buffet der Möglichkeiten. Und man nimmt plötzlich Dinge wahr. Man hat eine andere Sichtweise. Und mit diesem Vertrauen jetzt,
wenn es mehr ist, sind viel mehr Möglichkeiten gegeben, dass du auch mehr erreichst und dein Immunsystem stärkst. Und es gibt immer eine Lösung dafür. Es gibt für alles Lösungen.